Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wir haben hier angefangen, ein bisschen Teig herzustellen. Und ich möchte in dieser Folge mich mal damit beschäftigen, was passiert, wenn wir einen Zombie wieder auferstehen lassen. Ich hoffe, dass der Esel mir bald... Bingo! Eine Leiche liefert. So, wir haben eine neue Lieferung bekommen. Einmal Leiche süß-sauer. Die werden wir jetzt dann einmal bearbeiten. Ich möchte eigentlich gar nicht den ganzen Teig erstmal herstellen. Sondern, Brennstoff haben wir noch 200 drin. Ich würde jetzt hier mal Brot herstellen wollen. Oh ja, der Brennstoff reicht, Gott sei Dank. So, 28 mal Brot herstellen. Wunderschön. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Leiche. Dann bin ich mal gespannt, ob ich es hinkriege, ob ich die Auferstehung der Leiche wieder schaffe. Das wäre dann praktisch unser erster Zombie. Ich hoffe allerdings, dass der jetzt eine halbwegs vernünftige Qualität hat. Denn ich glaube auch die Zombie... Also die Qualität der Leiche selbst ist scheiße. Denn desto besser die Qualität der Leiche ist, desto besser ist der Zombie, der am Ende rauskommt. Wir nehmen mal hier das Fett noch raus, das Blut raus. Das bringt immer am meisten eigentlich, finde ich. Knochen rausnehmen hat letztes Mal auch was gebracht. Wir haben 4 weiße Schädel im Moment. Gehirn rausnehmen ist eher schlecht. Schädel rausnehmen auch eher schlecht. Bei... Komm, wir probieren es. Scheiß drauf. Ah, hier. Zombiesaft und Glaube. Wow, 10 Glaube und Zombiesaft, wie ich es gesagt habe, brauchen wir. Dann können wir den Zombie wieder, dann können wir die Leiche auferstehen lassen. Bin mal gespannt, wie das aussieht und wie das funktioniert. Aber dann haben wir unseren ersten selbstgemachten Zombie. Wir haben ja bereits einen, der für uns arbeitet, der gute Herbert. Wir erinnern uns dunkel. 26 Glaube, Gott sei Dank. Und 3-mal Zombiesaft haben wir. Ich muss nur mal schauen, wie ich Zombiesaft herstelle. Ich glaube allerdings... Blut und Lebenslösung? Okay, Blut und Lebenslösung ist es nicht. Schwarze Farbe, Gewürze würde ich hinkriegen. Gesundheitslösung. Gesundheitslösung müssten wir auch mal schauen, wie wir Gesundheitslösung herstellen. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Blut und Lebenslösung. Da muss man ein bisschen hin und her experimentieren. Dann schaltet man die einzelnen Dinge frei. Das kriegen wir aber auch noch zusammen. So. Wiederbeleben. Wie geil! Jetzt haben wir einen neuen. Wir haben unseren ersten Zombie auferstehen lassen. Frankenstein wäre stolz auf uns. So, es ist mal wieder dunkel und Nacht. Es ist dunkel und Nacht. Handwerk? Stein? Und Flusssand. Handwerk? Was können wir denn hier hinbauen? Stein und Flusssand. Stein und Flusssand. Moment. Handwerk? Was soll das sein? War hier nicht Gary? Ein Zen-Garten? Bitte. Hä? 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 Okay, wir stellen... Hä? Ah ja! Hä? Okay, wir haben uns... Hä? Wir können hier meditieren. Wir kriegen dadurch Energie wieder. Es wäre nur... Also es wäre sinnvoll, wenn wir dadurch Glauben auch irgendwann kriegen würden. Wenn wir lange genug meditieren, dass wir Glauben kriegen. Aber wenn wir... Hä? Okay, der Sinn und Zweck entschließt mir nicht, weil wir können ins Bett gehen, dann kriegen wir nämlich auch Energie zurück. Und das schneller. Okay, er hat schon 1, 2, 3, 4. Geil, es funktioniert. Und wenn wir jetzt, wir haben hier Herbert, der hackt Holz. Und wir haben hier Gunther. Nee, Hugo. Herbert und Hugo. Und Hugo läuft jetzt mit unserem Holz, das Herbert gehackt hat, zu uns und bringt's uns. Wie geil ist das denn? Ah, das ist cool. Ja, wir haben eine Holzlieferung. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um Holz kümmern. Außer wir verbrauchen sehr viel. Da muss ich mich selber noch um Holz kümmern. Aber wir kriegen schon mal eigenständig Holz aufgefüllt. Ah, nämlich...
Und wir müssen nicht mehr selbst laufen. wir werden geschubst. Hast du Arbeitseffizienz 10%. Ah, okay, schade. Ich habe 100% gelesen am Anfang, aber ist es nicht. Geil, er liefert uns tatsächlich Holz. Wie cool ist das denn? Die Frage ist, ob die Zombies ewig halten oder ob die irgendwann kaputt gehen. Aber das ist schon mal mega cool. Können wir gleich mal Holz sägen, damit wir noch Leichen verbrennen können. Wie cool ist das denn? Boah, dann will ich unbedingt als nächstes den Steinbruch haben und da einen Zombie reinstecken, der uns dann Steine liefert. Das ist ja mega geil. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, was hier passiert, sondern es wird automatisch gemacht für uns. Das ist super. So, hier haben wir im Moment leider nichts. Wir brauchen erst ganz dringend wieder Eisenerz. Uns fehlt Eisenerz ohne Ende im Moment. So, die können wir auch schon mal wieder anschleifen. Die werden nämlich sonst gleich auseinandergebrochen. Okay, der Rest passt soweit. Den Zombiesaft sollte ich wieder weglegen nach Möglichkeit. Grabsteine, wir müssen auf die nächste Lieferung vom Esel warten. Karotten sind schon wieder ready. Der Kohl auch. Naja, wir haben keine Energie. Na komm, die geben wir nochmal in Auftrag. Kompost bitte. Vielen herzlichen Dank. Die Maden raus, das raus. Den schwarzen Schleim behalten wir mal. Damit können wir gar nicht auch noch irgendwas anfangen. Vielleicht irgendwie schwarzer Schleim oder... Nee. Ascheschleim. Vielleicht kann man damit Dings herstellen. Tinte. Weil mit Asche konnte man Tinte herstellen und Öl. Oder Wasser. Bin mal gespannt. Wir schlafen jetzt erstmal. Wir haben Kirchentag. Haben wir den Kirchentag verpasst? Nein! Scheiße. Oh, wir haben den Kirchentag verschlafen. Oder verarbeitet. Scheiße. Einmal nicht drauf geachtet. Das waren jetzt 7 Silber, die uns durch die Lappen gegangen sind, leider. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich. So, schon mal weitere 10 Karotten für den Esel. Noch habe ich eigentlich die Glocke nicht gehört. Ich hoffe, ich habe es auch nicht überhört. Wir haben ja verschiedene Pulver. Ordnungspulver, Todespulver, Asche, giftiges Pulver, Chaospulver, Lebenspulver, Gesundheitspulver. Lebenspulver. Lebenspulver mit Blut. Gibt das Zombiesaft vielleicht? Aber ich glaube, wir haben kein Blut mehr hier unten. Ich glaube, ich muss mal die Materialien von oben mal hier unten reinlegen. Und zwar hier am besten in die Regale eigentlich, ins Alchemieregal. Salz können wir eigentlich auch mal reinlegen, das Fett auch. Den Glauben auch. Lebenslösung auch. Leiche haben wir jetzt echt nicht. Ich habe den Esel noch nicht gehört. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, weil normalerweise ist er gar nicht so trantütig. Ja, nee, echt noch keine Leiche. Hier können wir nichts weiter bauen. Dann müssen wir uns eigentlich schon wieder mit den Skillpunkten beschäftigen. Und wir haben zumindest jetzt schon mal jemanden, der uns Holz liefert. Das heißt, ich kann mir das mit dem Holz abfarmen und hinbringen und so weiter, kann ich mir eigentlich komplett sparen. Ja, da, hier tatsächlich. Das nächste Holz für uns. Das ist so geil. Ich baue hier gleich mal Holz für den Scheiterhaufen. Beziehungsweise Scheiterhaufen ist es nicht, zur Leicheverbrennung. Scheiterhaufen ist das, wo die Hexe landen würde. Und wir können mal so langsam auch sicher schauen, dass wir in den Quests jetzt dann mal wieder weiterkommen. Beziehungsweise da mal weitermachen. Oder hier noch Zeug anfertigen, was wir noch anfertigen können. Wie sieht's hier aus? Grabsteine haben wir eigentlich im Moment auch. Wir haben eigentlich gerade alles auf Vorrat. Im Moment sieht's eigentlich ganz gut für uns aus. Dann sollten wir vielleicht... Ich würde vielleicht einen für die Gartenarbeit gerne einteilen wollen. Einen der Zombies. So, die kommen hier hin, beziehungsweise... Zwei reicht sogar. Die können wir gleich aufbauen. Dann können wir die nächsten Leichen verbrennen. Die bleiben hier stehen. Die werden nicht schlecht. Vom Regen werden sie auch nur ein bisschen nass, aber die brennen dann trotzdem. Von dem her eigentlich alles gut. Dann haben wir eigentlich die nächste Mission ist wieder Friedhof aufwerten. Eigentlich. Friedhof über 100 bringen. Wäre so mein nächstes angestrebtes Ziel. Eigentlich. Joa.
Ah, hier ist nur eine Dreierleiche drin. Boah, eine Zweier. Aus damit. Entfernen, entfernen. Dann können wir die Holzkreuzung und die Umrandung auch gleich wieder zerlegen. Exhumieren. Exhumierungserlaubnis fehlt mir, okay. Nicht beendet. Ah, okay. Den müssen wir sogar noch erforschen. Dann können wir aber jetzt mal hier das Zeug hier mitnehmen. So, das bringen wir mal in den Keller. Das können wir nicht an der Mühle zerlegen. Und kriegen dadurch vielleicht andere Pulver raus, die uns wiederum bei dem Alchemieherstellung, beim Zombiesaft was bringen. Beispielsweise, naja, hier kann ich nur das Gehirn. Achso, ich muss erst erforschen, in was es zerfällt. Ich kann hier nur das Gehirn nehmen, oder? Ah, ne, hier. Boah, in was? Handmischer. In was kriege ich denn den Schleim umgewandelt? In nichts, weil ich keinen Inventarplatz habe. Ach cool, wenn ich hier Zeug reinpacke, wird das auch immer voller. Ha, cool. Okay, das ist auch geil. Ordnungslösung kriegen wir durch Schleim. Okay. Und wenn wir die hier zerlegen, die Fledermausflügel, kriegen wir Chaoslösung. Okay. Fett wird zu Verlangsamungslösung. Okay. Verlangsamungslösung. Frage ist, wozu wir das brauchen, aber okay. So, den hier werden wir jetzt erstmal erforschen. Glaube habe ich jetzt leider dann, wie den Kirchentag verpasst haben, ist das mit dem Glauben ist scheiße gelaufen. Aber wir kriegen blaue Punkte, sehr viele dadurch, wenn wir jetzt das noch erforschen. Ah, der Esel ist da. So, wie kriegen wir hier noch irgendwie rote Punkte, rote Punkte? Lebenslösung. Können wir mal erforschen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Kriegen wir dann das Rezept für Lebenslösung? Erfolgreich studiert Lebenslösung. Ist die jetzt dann automatisch hier dabei? Nee. Was können wir die zerreiben? Ah, Chaospulver. Okay, Chaoslösung und Chaospulver kriegen wir hier raus. Mich würde aber interessieren, was passiert, wenn ich... Ah nee, Blut haben wir keinen Star gerade. Ich muss das Blut hier noch runterschaffen. Dann packe ich mal die Pulver, die Lösung alle hier rein, Pulver alle hier rein. Pulver hier rein, Flüssigzeug da rein. Aber habe ich die, habe ich jetzt echt nicht erforscht, oder? Nee, da kriege ich auch nichts raus, da kriege ich auch nichts raus. Das ist mit dem... Schade ist, dass ich dann das Rezept halt nicht irgendwie erforscht habe dadurch. Gar nichts rausbekomme. Aber wir müssen jetzt erstmal zur Leiche, die uns der Esel da gelassen hat. Mal schauen, was die für eine Qualität hat. Ich hoffe, eine bessere Qualität. Ja, das kostet mich jetzt gleich wieder Schnitzel ohne Ende wahrscheinlich, aber okay, damit muss ich leben. So, Freunde in der Nacht. 98%, das ist noch mehr als in Ordnung. Solange es nicht 190% fällt, ist eigentlich, glaube ich, sowieso alles gut. Du musst die Leiche schon da drauflegen, mein Freund. Sonst wird es nichts. Ah, kommt drauf an, wie gut sie wird, wenn wir jetzt hier Dinge rausnehmen. Die ist aber nicht so Bombe. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Hier 4 und 2. Fett raus. Fett und Blut hat eigentlich immer was gebracht, aber mittlerweile? Ah! ...97% sind 4, 5 Schädel. Nee, du hast eingebuddelt. Ah, hier haben wir diesen Buff. Durch dieses Sauerkraut haben wir diesen Buff hier gekriegt. Für 1:27. Das Sauerkraut, das würde uns dementsprechend längere Buffs gewähren insgesamt. Ach so, exhumieren muss ich erst. Exhumierungserlaubnis. Jo. Raus. Achso, erst ausbuddeln.
Rein. Zuschaufeln. Abstein. Plus 3 und Grabumrandung fügt 2 hinzu. Nee, da kriege ich eine bessere, da kriege ich eine 3er Grabumrandung, bauen wir hier dazu. Sind jetzt bei 97, wenn ich die Grabumrandung raufgebaut habe, müsste das normalerweise reichen. So, den hier können wir gleich verbrennen. Dann haben wir auch so langsam genug, um die Uhren beispielsweise, dieses Uhrenmausoleum zu bauen, wo wir dann verbrannte Leichen reinkriegen. Allerdings müssen wir dazu, glaube ich, noch diese Leichenverbrennung insgesamt aufwerten. Und wir kriegen ja Holz geliefert ohne Ende. Also ich liebe das mit den Zombies, das ist mega cool gemacht. Das ist so geil. Eigentlich können wir gleich mal hier herstellen. Ah, und Karotten für den Esel hätte ich auch gerade noch gebraucht. Okay, egal. Wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Schauen, dass der Esel uns noch mehr Leichen auf jeden Fall erstmal ranschafft. Wir brauchen mehr Leichen, viel mehr Leichen. Wir müssen in Leichen schwimmen. Am besten bis zu den Knöcheln. So, das Brot ist auch bald fertig. Wir machen mal noch den restlichen Teig, würde ich sagen. Wenn wir sowieso gerade da sind, dann ist hier das Ding auch abgearbeitet. Ich bin sowieso ein Fan davon, wenn es hier alles abgearbeitet ist. Und nicht irgendwie hier noch was halb in der Luft hängt. Das mag ich nicht so. Okay. Da ist noch am Arbeiten. Aus, da sieht es eher schlimm, ne, wobei es geht. Das Holzkreuz können wir zu Feuerholz zerlegen. Können wir die Steine an der Umrandung auch zu irgendwas vernichten? Ne, oder? Ah, doch. Hier, zu Stein. So, dann brauchen wir die Umrandung. Aber zwar logischerweise halt die bessere gleich. Nämlich die hier. So. Dann brauchen wir Karottenhammer für den Esel. Exhumierungserlaubnis kriege ich aber nicht, wenn ich den in einen Zombie verwandle, glaube ich, oder? Habe ich da auch eine rausgekriegt? Ich glaube nicht. Hier kriegen wir jedes Mal eine. Das ist auch ganz schön. 5 Asche. Kirchentag dauert leider wieder. Wir haben ja. Das mit dem Kirchentag habe ich ein bisschen versaut. Das hätte uns wieder 6 Glauben. Mit den 6 Glauben kann man halt wirklich einiges anfangen. Oh, Holz kriegen wir mittlerweile ohne Ende. Und ich würde mich jetzt dann erstmal mit Zombie-Bergwerk, glaube ich, beschäftigen. Oder brauchen wir irgendwas anderes wichtiger? Eigentlich nicht. Eigentlich ist wirklich das wichtigste Moment. Holz haben wir jetzt. Das war das Wichtigste, finde ich. Hier rennt er schon wieder. Bringt gleich die nächsten. Ach, cool. Das Spiel pausiert übrigens. Haben wir gerade am Zombie gesehen, wenn ich ins Inventar gehe. Dann geht das Spiel nicht weiter. Hier, den nächsten hat er gebracht. So ist fein. So, 5. Das heißt, wir können hier dementsprechend die nächste Urne herstellen. Ah, nicht genug. Legen uns schon schlafen. Dann brauchen wir noch eine einzige und dann können wir uns mal damit beschäftigen, dieses Urnenmausoleum zu bauen. Für den Friedhof. Das soll dann auch die Friedhofswertung, haut das auch wieder nach oben. Oh, und wir können uns mal, wir gehen mal zu Schlange und fragen mal Schlange ein bisschen aus, weil wir jetzt den ersten Zombie und so weiter haben. Ich glaube, das würde ihn auch freuen, weil er hat ja versucht, ein Hühnchen wieder oder irgendwas zu beschwören. Es kam nur ein Hühnchen raus, das war ein bisschen unglücklich für ihn. Aber ich glaube, wir kriegen es hin und wir müssen dringend zum Händler. Ich muss das Brot und so weiter, muss ich verkaufen, wir haben zu viel Lebensmittel. Beziehungsweise das nicht. Das hat die Auge drin auch nichts verloren. Pulver und so weiter, die kommen auch dann woanders dahin. Nahrungsmittel hier rein. Ah, wir haben das Blut gerade dabei. Schlange. Ich weiß gar nicht, ob er schon da ist. Wir warten mal noch ein kleines bisschen ab. Der kommt ja erst angelaufen dann auch dementsprechend hier. Mich würde interessieren. Nee, das haben wir schon alles. Hier haben wir gesagt, genau, hier kommen die ganzen Pulver rein. Halt. Oh, Asche. Oh, das heißt, ich habe genug Asche eigentlich. Hier kommt das rein. Können wir jetzt hier irgendwas noch... Ne, hier nur die Flügel. Lebenspuder.
Eigentlich muss es doch Lebenspuder sein. Gesundheitspuder, Beschleunigungspuder, Verlangsamungspuder, Salz, Ordnungspuder, Giftpuder, Chaoslösung, Todespuder. Oh, das ist Todespuder. Lebenspuder und Dings und Blut haben wir ja schon probiert. Todespuder und Blut. Was kommt bei Todespuder und Blut raus? Dunkles Elixier. Ah, okay. Dunkles Elixier. Wir wissen noch nicht, was wir damit anfangen können, aber es kommt dunkles Elixier raus. Okay. Schlange wollte ich. Beziehungsweise haben wir jetzt noch irgendwas, was hier rein kann? Nee, ich glaube nicht. Nö, der Rest kann so bleiben. Erstmal wie es ist. Wir gehen einmal zu Schlange. Das sollte jetzt da sein. Ich habe ihm vor allem ja, ich habe ihm ja mittlerweile die Schädel an die Wand gebohrt. Ich hoffe mal, dass er damit zufrieden ist. Hier ist das Necronome wegen dieser Halskette. Okay, nee, er will erst wieder mit uns reden, wenn wir ihm das Necronomicon geben. Für das Necronomicon müssen wir mit dem Astrologen reden. Der gibt uns das allerdings auch erst gegen irgendwas anderes, was wir noch nicht haben. Das heißt, da sind wir momentan ein bisschen hinterher. Säure brauchen wir. Ja, Säure wäre so ziemlich das nächste. Halsband von Schlange, bekommen wir das Necronomicon. Sei nett, dieser Händler braucht eine Heilung für seinen Fluch. Händler müssen wir auch nochmal abklappern. Und so weiter und so fort. Also wir haben noch viel zu tun auf jeden Fall. Was? Arbeitszimmer nicht beendet? Achso, nee, das ist die bessere Steinumrandung. Die hätte ich vielleicht... die hätte ich höchstens noch erforschen können. Den Friedhof wollte ich ja aufwerten. Aber wir haben momentan eigentlich wieder genug Punkte. Und ich habe im Moment nichts, was ich ausgeben müsste. Und zwar genau 100 sogar erreicht. Wunderschön. Boah, Schlange war wirklich gar keine Hilfe. Der Esel war auch noch nicht da. Leichen schlecht im Moment. Holz funktioniert. Das mit den Zombies ist cool. Ja, hier schon wieder 4 Stück. Hier sind wir noch am Produzieren von Brennholz, vor allem für die Leichen. Aber da haben wir mittlerweile eigentlich auch genug. Ja, nochmal 12 sogar. Die Keramikurne. Also das nächste ist echt, dass wir... 11? Kriegen wir 12 hin? Ja, 12. Dann haben wir alle. Dann haben wir eigentlich echt alles zusammen. Dann muss ich jetzt nur noch mal schauen, was uns das blöde Ding kostet. Aber wenn es irgendwas mit Holz ist, ist es kein Problem. Metall ist das nächste kleinere Problem. Zur Hexe muss ich auch mal wieder. Die wollte ja auch irgendeinen Trank von uns haben. Also ich glaube, dass wir werden uns jetzt demnächst wieder mit Quests beschäftigen müssen, zwangsweise. Grabstelle, Stein in Uhrenhalle. Wir brauchen Holzbalken 4 und wir brauchen 4 mal polierter Stein. 4 Holzbalken, 4 polierter Stein. 4 Holzbalken, 4 polierter Stein. Das Holzbalken sollte kein Problem sein. 4 polierter Stein. Kommt darauf an, wie viel wir noch auf Vorrat haben. 4 Holzbalken. Machen wir mal 6 Stück. Ich bin mal gespannt, wie groß das ist. Ich glaube, das dürfte relativ groß sein. Stell es mir zumindest relativ groß vor. So, davon haben wir genug. Und 4-mal polierter Stein. Polierter Stein. Ja, reicht sogar. Wir haben noch 6 Steine, Gott sei Dank, da im Moment. So, nächster, nächster. Man muss immer warten, weil er den Meißel leider raustroppt jedes Mal. Deswegen kann man das nur einzeln anfertigen. Und einmal noch. Bingo. Da können wir schon mal anfangen, Balken zu machen. Nicht genug Energie. So, wir haben 4-mal, 6-mal und 12-mal. Wir legen uns jetzt gleich nochmal pennen. Wir können hier schon mal weiter Brot in Auftrag geben. 24, da müssen wir Feuerholz nachlegen. Wir haben allerdings mittlerweile ja die Kohle, die wir nachlegen können. Das ist auch kein Problem. Es läuft ganz gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Leiche. Wir schauen mal, dass wir eine bessere Leiche finden. Wir haben dementsprechend die Predigt bald wieder vor uns. Beziehungsweise, ja, wir sind bei der Hälfte erst.
Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Leiche und wir können die Urnenhalle in der nächsten Folge bauen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.